So fermentiert ihr Pfeffer zu Hause. Wieso zum Teufel du Pfeffer kontrolliert gammeln lassen solltest? Da liegt der Pfeffer im Hasen. Liegt der Hase? Genau da liegt der Hase begraben im Pfeffer. Kann mir echt keine Sprichwörter merken, das ist echt zum Mäusefisten. Ihr braucht frische Pfefferbeeren, die zuerst vom Stiel abgefummelt, gewaschen und dann sorgfältig abgetrocknet werden. Ich fühle das Zewa sowas von. In eine Schale geben und das Ganze mit Hibiskussalz bedecken und umwälzen. Ihr könnt auch normales Salz nehmen, ist dann halt aber nicht so fancy. Das Gefäß mit einem Tuch abdecken und irgendwo hinstellen. Jetzt müsst ihr für die nächsten 28 Tage jeden Tag einmal kurz umrühren. Nach knapp einem Monat erfolgt die Befreiung des Pfeffers vom überschüssigen Salz. Fertig! Ja und nun, bester Call, Pfefferbutter. Wieso reimt sich eigentlich nichts auf Stößel? Das riecht so nice! Die Sicht durch die Folie? Ist klar. Ab im Kühlschrank. Butter-aged Rinderfilet. Yes. Gönnung.